Ich begrüße recht herzlich die Zuschauer, die hoffentlich auch unseren Film gestern schon im Kino verfolgt haben, nämlich den Film Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kurbani. Und ich begrüße recht herzlich Burhan persönlich, der uns jetzt leider nur zu einem Zoom-Gespräch zur Verfügung stehen kann, weil die Reisemöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt sind. Also grüß dich, Burhan. Hallo Bogi. Wir sagen mit Burhan du zueinander, weil wir uns schon seit vielen Jahren kennen. Der erste Film von Burhan, Shahada, war auch schon bei unserem Filmfestival sehenswert zu Gast und er selbst auch. Und sein zweiter Film, Wir sind jung, wir sind stark, war auch in unserem Programm. Und damals war Martin Behnke, der Drehbuchautor, da, mit dem wir uns unterhalten haben. Wir wollten heute auch Martin einschalten ins Gespräch, aber es hat leider technisch nicht geklappt. Also jetzt plaudern wir zu zweit. Und vielleicht gleich die erste Frage so zu dieser Zusammenarbeit mit Martin. Wie ist das? War das von vornherein eine Gab es eine Spielregel, wie ihr euch dieses Drehbuch gemeinsam schreibt? Es ist ja nicht nur, dass ihr zu zweit daran gearbeitet habt, sondern auch, dass es die Romanvorlage gab, Berlin-Alexanderplatz. Also, also in unserer Zusammenarbeit ist es so, also Martin ist Freelancer und er hat immer wieder und sehr viele Aufträge, an denen er arbeitet. Und was ich mache, ist, dass ich meistens so einen Dreiseiter für ihn vorbereite. Das heißt, ich habe eine Idee und dann schreibe ich drei Seiten dazu und dann komme ich auf ihn zu. Und diesmal war es eben Berlin-Alexanderplatz. Und das hieß dann für Martin und für mich erstmal nochmal den Roman zu lesen und sich damit nochmal auseinanderzusetzen und Sekundärliteratur dazu zu lesen und so in diese Welt einzutauchen, also so eine Art literarische Recherche zu machen. Und aber die Zusammenarbeit zwischen Martin und mir ist eigentlich immer dieselbe. Wir spielen immer Ping-Pong. Das heißt so, ich schreibe drei Seiten, dann schreibt er fünf Seiten, dann nehme ich das und dann schreibe ich daraus acht Seiten und so weiter. Und genauso machen wir es im Drehbuch. Also ich glaube, Martin hat die erste Drehbuchfassung geschrieben, sie mir geschickt und dann habe ich sie bearbeitet, habe sie an ihn zurückgeschickt und so weiter. Wie kam es überhaupt dazu, dass du diese Idee hattest, Berlin-Alexanderplatz zu bearbeiten oder neu zu beleben, in einer heutigen Story wieder aufzugreifen? Also ich habe den Roman in der Schule im Gymnasium gelesen und habe mein Abitur auch also ich hatte Deutsch-Leistungskurs, das heißt, die letzten 2 Jahre meines Schullebens habe ich mich eigentlich ausschließlich mit Alexanderplatz beschäftigt. Und ich habe es wahrscheinlich damals nicht wirklich verstanden und bin auch gnadenlos gescheitert im Abitur. Es war furchtbar. Ich kann mich nicht mehr an die genaue Aufgabenstellung erinnern, aber ich glaube, mit 12 Punkten angemeldet, also mit einer 2+ angemeldet und habe dann irgendwie eine 4 geschrieben. Das war furchtbar. Wirklich, das hat mich aber auch nicht losgelassen. Und ich habe dann über die Jahre immer wieder mal das Buch angeschaut und dann auch mal gelesen. Und als ich nach Berlin gezogen bin, war das irgendwie Teil meiner Wahrnehmung von Berlin, hatte auch immer was mit dem Roman zu tun. Und dann bin ich an die Hasenheide gezogen. Das ist der Park, wo auch der Film zum Teil spielt. Und ich habe viel Zeit in diesem Park verbracht, weil man so ein bisschen, man ist zwar in der Innenstadt, aber man hat irgendwie das Gefühl, man ist so ein bisschen auf dem Land, man hat so ein bisschen die Möglichkeit, aus diesem ganzen urbanen System rauszugehen. Und es ist ein wunderschöner Park, sehr, sehr gut bürgerlich. Du hast viele Spielplätze, du hast ein Streichelzoo, du hast ein Freilichtkino, du hast einen Minigolfplatz. Und du hast eine Community von vor allem schwarzen Männern, die dort Drogen dealen. Und ich habe, in meiner Wahrnehmung war es halt so, dass die meisten Leute, die durch diesen Park laufen, gucken diese Männer an und denken halt, schwarz ist gleich Drogendealer, schwarz ist gleich kriminell. Und ich habe dann überlegt, ob ich nicht einen Film zu dem Thema mache und habe gemerkt, dass wenn ich das mache, dann wird das aber wahrscheinlich nur irgendwie so ein bisschen ein Achtungserfolg sein, wenn überhaupt, und dann vergisst man das wieder. Und wie kann man ein Publikum oder sagen wir zumindest einen Kulturbetrieb dazu zwingen, so einen Film ernst zu nehmen und so eine Community ernst zu nehmen?
Und dann hat sich dann wie so eine Folie der Roman irgendwie so über meine Sicht gelegt. Und ich habe gemerkt, okay, du hast Franz Lieberkopf aus dem Roman. Das ist ein kriegstraumatisierter Mann, der in Berlin versucht, Fuß zu fassen, nachdem er aus dem Gefängnis kommt. Und er ist so am Rand der Gesellschaft, er ist Teil der Gemeinschaft, aber nicht, aber total unsichtbar. Er versucht irgendwie aus dem Rande der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und es waren für mich eben auch diese Männer in diesem Park. Und für mich waren es dann Parallelen, wo ich dachte, man kann tatsächlich diesen Roman nehmen und die Geschichte so erzählen. Und dann haben wir die Rechte angefragt. Und Stefan Dublin, der Sohn von Alfred, also der ist jetzt in seinen 90ern, der fand die Idee gut und hat uns erstmal erlaubt, also uns eine Option gegeben, das Drehbuch so weit zu entwickeln, bis wir es ihm vorlegen können. Und dann hat er es dann auch, also er fand es dann am Ende, hat uns dann erlaubt, den Film zu machen. Die ganze Länge des Filmes, das ist ja eigentlich schon fast eine Zumutung für den Zuschauer. Aber es ist ja plausibel, weil es ja dieser riesen Brocken an Roman ist. Es wird ja gleich am Anfang auch im Film angekündigt, eine Geschichte in 5 Teilen. Also dass das schön episch und langsam und ausführlich erzählt werden möchte. Worauf ich hinaus wollte, konntest du dann die ganze Filmemacher-Maschinerie in Deutschland davon überzeugen, so einen langen Film durchsetzen zu können? Ich glaube, also die Länge des Films war bei uns allen nicht bewusst. Also wir hatten ein 160-Seiten-Buch und man sagt beim Film, eine Seite ist eine Minute. Und also wir wussten schon, wir gehen in die Überlänge. Und natürlich war wahrscheinlich von den Produzenten auch die Hoffnung, dass man am Ende auf 150 landet, was immer noch ein langer Film ist, aber eben noch keine 3 Stunden. Ich glaube, ich hatte erstmal ein ganz, ganz großes Vertrauen von der Produktion. Und ich glaube auch, also von der Produktion und vom Sender, aber auch allen war bewusst, dass Fassbinder damals mit 14 Stunden den Roman auch nicht geknackt hat. Und dass natürlich unsere Ansage, wir machen das in einem Film, dass das zu einem langen Film führen würde. Wir haben, mein Editor Philipp Thomas und ich haben den Film dann angefangen zu schneiden und die allererste Schnittfassung war 5:45 und ich fand keine Minute langweilig. Also ich habe es, er hat die erste Fassung geschnitten, also hat nichts rausgeschnitten, hat alles drin belassen, hat nichts irgendwie verkürzt oder hat einfach alles stehen lassen, wie wir es gedreht hatten. Und ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich saß irgendwie mit meinem Laptop zu Hause und habe es mir angeschaut und war irgendwie froh, dass wir einen Film gemacht hatten. Aber es war auch klar, dass wir auf gar keinen Fall einen so langen Film haben dürfen. Und dann haben wir gekürzt und verdichtet. Und ich glaube auch dadurch, durch diese Verdichtung, also dass wir auch viele Szenen miteinander verschnitten haben, hat Philipp auch eine Technik entwickelt, die, glaube ich, ganz nah am Roman ist. Also Dublins Roman lebt ja sehr stark von einer Collage-Technik und Stream-of-Consciousness-Technik. Und lustigerweise ist unser Film, der eigentlich ganz linear geschrieben worden war, von Philipp nochmal dekonstruiert worden und nochmal neu zusammengebaut worden und war plötzlich ganz nah, fast wie eine Hommage an den Roman. Und am Ende war der Film 3 Stunden lang, aber ich finde, der Film hat kein Fett mehr. Also es ist so, da passt für mich, also ich kann nichts mehr rausschmeißen. Also ich habe das Gefühl, dass man der Geschichte und den Figuren schadet, wenn man was rausnimmt. Und aber es gibt auch nichts mehr, was ich draufsetzen wollte. Also ich will jetzt nicht einen fünfstündigen Director's Cut machen, sondern das ist mein Director's Cut. So. Zur Technik, wir haben den Film, obwohl wir keine Serie machen wollten, haben Philipp und ich den Film wie eine Serie geschnitten. Also wir haben gesagt, wir nehmen jeden Teil wie einen Serienteil und versuchen immer einen Cliffhanger zu bauen. Das heißt so, dass ein Teil bedingt den anderen. Du musst als Zuschauer
wie wenn du eine Serie auf Netflix binge-watchst, dass du einfach nicht, du gehst kurz aufs Klo, aber du willst eigentlich den Film weiter, du willst einfach eine Folge nach der anderen sehen. Und haben versucht, diese Spannungsbögen immer, also 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten Spannungsbögen aufzubauen, so dass man direkt in den nächsten Teil rübergehen will. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall geholfen, die 3 Stunden erträglicher zu machen. Ich überlege mir kurz die nächste Frage. Ja. Erzählst du inzwischen, wer ist hinter dir zu sehen auf dem Bild, dieses Porträt? Das ist meine Ex-Freundin. Also als ich Pauliina Pessonen ist eine finnische Künstlerin, mit der ich zwischen 21 und 26 zusammen war. Und ich glaube, ich kann sagen, sie ist wahrscheinlich so die Frau meines Lebens, weil ich habe sie kennengelernt, kurz bevor ich an der Filmhochschule angenommen worden bin. Und sie war ein paar Jahre älter als ich und sie hat mir ganz, ganz viel beigebracht über Ästhetik und auch über so ein künstlerisches Selbstverständnis. Also sie war zu der Zeit, also sie hat so 2005, hat sie irgendwie ihr Studium abgeschlossen und war dann für ein paar Jahre so die junge Nachwuchskünstlerin in Finnland. Aber das hat unsere Beziehung am Ende nicht ausgehalten. So, also so auch so zwischen Berlin und Helsinki und es war. Aber sie hat irgendwann mal mir das Porträt geschenkt und obwohl ich keine romantischen Gefühle mehr habe, ist es einfach, ich mag. Ja, wenn wir dann zurückgehen zum Film, du hast ja gesagt, du wolltest über diese jungen schwarzen Männer an der Hasenheide irgendwie auch mit diesem Griff, dass das durch Berlin Alexanderplatz erzählt wird, ihre Story, sie einfach in den Mittelpunkt rücken und auch einfach die Aufmerksamkeit auf diese Menschen leiten. Und dann kam plötzlich, dass der Start des Filmes verschoben werden musste, wegen Corona. Und als der Film dann starten konnte, jetzt im Sommer, kam dann in den USA die Bewegung Black Lives Matter. Trägt das auch dazu bei, dass dann der Film ein bisschen anders geschaut wird? Ja, es ist. Du warst ja jetzt auf Reisen mit dem Film in Deutschland und Ja. hast auch dich mit dem Publikum getroffen und unterhalten. Ja. Also ich meine, man muss auf jeden Fall sagen, wir haben den Film nicht in Bezug auf Black Lives Matters gemacht und wir haben ihn auch nicht in Bezug auf die Situation von der afroamerikanischen Community gemacht. Es ist natürlich schon erstaunlich, dass dann durch Corona, ich glaube, wir insgesamt auf der Welt eine ganz neue Sensibilität bekommen haben, auch für den strukturellen und jahrhundertelangen Rassismus in den USA. Und dadurch ist der Film, selbst wenn er thematisch verwandt ist, ist er natürlich nicht, es ist halt kein Volltreffer so zu dem Thema, aber es ist eine gute Ausgangsbasis, um sich zu unterhalten über strukturellen Rassismus, über die Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß. Also für uns war klar, wir machen einen Film, in dem ein Zufluchtsuchender die Hauptrolle spielt, aber es wird kein Flüchtlingsfilm werden, sondern wir wollen viel mehr über die Strukturen von Rassismus und von Armut und Reichtum, von Ungerechtigkeit und von erster und dritter Welt reden. Ich habe mir auch überlegt, wie stark diese Frauenfiguren sind in Berlin-Alexanderplatz, obwohl ja sehr Franz und Reinhold im Mittelpunkt stehen und sich ständig in den Mittelpunkt drängen, aber auch die Ja. Frauenfiguren immer sehr stark sind und ihre Schicksale auch sehr fein gezeichnet sind. Die Frauenfiguren, ich bin froh, dass du es sagst. Ich bin sehr kritisch mit den Figuren, wie wir sie geschrieben haben. Ich finde, natürlich ist es auch geschuldet dem Roman, der dreht sich nur um diese beiden Jungs und es geht um diese toxische, maskuline Freundschaft zwischen diesen beiden. Und im Roman sind die Frauen komplett unterspielt und es war nicht so einfach, die Figuren so rauszumodellieren, dass sie halt irgendwo auch für sich stehen können. Und auch das ist ein Grund, warum ich den Film nicht kürzen wollte, weil der einzige Punkt, wo wir hätten kürzen können, wäre bei den Frauenfiguren gewesen. Also wir hätten Teile derer Geschichten rausnehmen können, ohne dem Plot zu schaden, aber dann wären die eben auch nur noch
Token-Frauen gewesen in unserem Film. Es ist als Mann immer was anderes, eine Frau zu schreiben, als wenn du mit einer Frau zusammen eine Frauenfigur schreibst. Und ich merke, dass ich gerne, wenn ich irgendwas nochmal machen dürfte, würde ich gerne nochmal mit einer Autorin an die Frauenfiguren von Alexanderplatz gehen und da nochmal ein bisschen mehr arbeiten. Weil das Problem ist, als Mann bist du immer beschränkt durch deine männliche Sicht und kannst vielleicht außer Almodovar kenne ich keinen Mann und Ingmar Bergman kenne ich keinen Mann, die gute Frauenfiguren schreiben können. So. Vielen Dank für das Gespräch und wir freuen uns dann auf den neuen Film. Und ich hoffe, dass Berlin-Alexanderplatz auch hier in Ungarn viele Fans gewinnen wird. Der Film startet dann wahrscheinlich im Januar in den Kinos nach unserem Festival. Alles klar. Okay, danke. Tschüss, Burhan. Tschüss.